Schiff gehört. Das sah man nicht ab, aber gefühlt das ganze DLC sucht noch irgendein Relikt, Alter. Das ist ja auf Anfrage, Alter. Das ist ja. Dann legt mir den Arsch. Das ist ja aufgelegt. Jeder sucht anscheinend noch irgendein Relikt. Einmal der. Im Endeffekt sucht eh jeder nach dem Relikt. Das ist ein Wahnsinn, wie viel eigentlich. Ah, Wahnsinn, aber dafür sind wir fast Next Level. Aber diesmal müssen wir halt warten. Diesmal müssen wir schauen, dass wir eine Fähigkeit wieder kriegen. Weil wir haben das letzte Mal schon wieder den Kriegerbonus ausgepackt. Das haben wir nicht ab, aber wenn die alle vor mir springen. Alter, da können sie ja noch mehr gehen. Wir springen einfach alle vor mir, die Vollidioten, oder? Was kann ich wieder dafür? Da brauchen wir mal wieder einen Beruhigungskaffee. Ist eh klar. Sonst geht das nicht, oder? Bei den ganzen Vollidioten. Wir springen alle vor das Pferd. Da bin ich der Schuldige, wenn es da die Synchronisation gibt. Ja sicher, Alter. Leg mir am Arsch. Schön. Das Lustige ist jetzt, jetzt wo wir hinfahren, haben wir da auch schon wieder ein neues Gebiet, also eine neue Region, Alter. Das ist alles da schwarz. Was ist da los? So schön und so groß, das ist ja Witz. Alter! Geht's hier nicht einmal auf Zeiten? Ich muss extrem auf Zeiten. Das gehört einmal mir. Dankeschön. Danke, danke. Ja, der Bre hat schon mal mir gehört. Oh, da muss ich einmal abbiegen gehen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Bre gehört schon mal mir. Let's go. Der wird mehr gemacht. Ich töte dich. Neue Region. Wieso? Wieso müssen mich alle hier mal erwachen? 49! Haverer! Leck mein Schwanz! Okay. Ich wollte gerade sagen, so, wenn ich jetzt weitermache, verliert er noch mehr Schaden. Scheiße! Wieso gehen jetzt die schon wieder auf mich los? Kannst du nicht schauen, dass die. Dass die anderen auch auf dich losgehen, weil sonst schaust du immer so allein und das. Oh, jetzt werde ich. Ich wollte gerade sagen, so jetzt werde ich durch die Gegend geworfen, Alter. Passt, Hauptsache ich hab den Splitter. Ganz, ganz wichtig. Mhm. So, wo ist der nächste Wichser? Ah, ich hasse die auf die Pferde. Ich hasse die, Alter, wie die Pest. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Haben wir dann eine Ruhe, oder? Wie ist denn das? Oh, der hat gesessen. Hey, Pferdler, bleib ruhig. Bleib ruhig, du musst mich mitnehmen. Steppert. Das Pferd da, das ist aber flott. Das ist ja ein gutes Tempo, bist du deppert? Aber wieder mal ein Splitter mitgenommen. Wichtig und richtig. Ich würde mal sagen, für die nächste Fähigkeit wären wir mal wieder zwei brauchen. Ja, wir haben noch relativ viele, die was nur zwei beinhalten. Also alle Fähigkeiten werden wir eh nie kriegen. Das wird sowieso klar sein. Alle Fähigkeiten kannst du sowieso vergessen. Also nie, nie ist jetzt. Deppert gesagt, aber ihr wisst eh, was ich meine. Schaffen will man es dennoch. Wenn wir wollen, dann bräuchten wir aber dann schon neues Spielbus und alles. Dann werden wir schon die ganzen Fähigkeiten kriegen. Dann auf alle Fälle, aber da fehlen ja noch, glaube ich, 20 Punkte oder irgendwas. 20 Punkte, sei mir nicht ab, aber dies dauert. Dies dauert definitiv. Digi, ich hab grad das Geld. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich hab grad das Geld. Ich glaub, das eine aktuelle, was wir quasi aufwerten könnten, wäre das Schild. Scheiß drauf. Scheiß auf Schild. Scheiß einfach mal auf Schild. Man gönnt sich ja sonst nichts. Soll ich mal da so? Na, brauch ich nicht. Ernsthaft, genau in dem Moment, wo ich gerade ankomme. Really, Digi?
Na gut, ich bin schon unterwegs. Die kämpfen schon. Die wollen schon kämpfen gegen einen Großen. Es kann eh nur noch zweimal die Große kommen, oder? Oder kann nur der... Nein, es kann eh nur der Große kommen. Die Clan können fix nicht mehr kommen. Der ist fix nicht mehr. Aber die Clan haben wir schon alle Meier gemacht. Oder? Oh ja. Oh ja, eigentlich hätten wir es glaube ich schon. Stüper, der wirft mich da wieder weg, Alter, wie. Oder wie ein Sand, sag ich, weiß nicht, Alter. Er ist ein Ork, der ist wirklich Ork. Wo? Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's definitiv da gefährlich. Ich muss aufpassen. Ich muss definitiv aufpassen. Sonst bin ich am Arsch. Ja, diese scheiß Wand, Alter. Er stoßt mich immer weg, der Hund. Er stoßt mich immer weg. So kann ich nie gescheit mehr machen. Wenn der mich immer wegstoßt, ist Arsch. Ja, und wenn die nervigen Hurenkinder auch noch dazukommen, ist eh klar, dass es nichts wird. Boah, wie nervig. Jedes Mal muss irgendein scheiß Pisser da sein. Ja, das haben sie jetzt davon. Das haben sie jetzt alle davon. Weil sie immer so Depperte herkommen müssen. Und wieder durch die Gegend geworfen. schieß einmal, Tigi. Sonst wird das nix. Ja, wie will ich ihn schon wieder nicht anvisieren? Es war jetzt, bist du deppert, war das jetzt knapp. Leg mich fett am Arsch. Der will schon wieder gegen mich kämpfen. So ein Hund. Warte, das muss ich ausnutzen. Ja, sonst habe ich keine Ruhe. Sonst habe ich überhaupt keine Ruhe. Alter. Jedes Mal muss ich irgendein Pisser noch dazukommen. Nee, das tue ich mir nicht an. Jedes Mal muss irgendein Scheißdreckspister dazukommen. Kannst nie die Mission auf chillig beenden. Weißt du nicht, ob du jetzt eigentlich quasi für den Haverer da zuständig bist, aber ich gehe da jetzt einfach eine. Weil davor waren da so zwei, drei von den Typen. Da gehst du mal trotzdem eine. Oh, und du bist? Ich suche nach dem Schreiber. Du und Halb Jebu. Aber seit gestern hat ihn niemand gesehen. Ich muss ihn finden. Und? Bist du nicht stark und auch gebieterisch? Woher sollte ich wissen, wo er ist? Ich bin nur der, der seinen Lohn zahlt. Ach, warte. Ich ertrage es nicht, dich so enttäuscht zu sehen. Versuch's im Dorf der Jäger. Er hat eine Vorliebe für exotisches Fleisch, wenn du verstehst. Nein, verstehe ich nicht. Nilpferd, Dummkopf. Oder er ist im Papyrusdorf, um mir Material zu besorgen. Danke, Neb. Nein, ich danke dir, Neb. Und falls du ihn findest, sag ihm, er ist gefeuert. Wieso läuft er weg? Okay, passt. Er läuft einfach mal weg. Alles klar, oh, nicht schlecht. Läuft einfach weg. Oh, gut. Er ist gefeuert. Passt. Werde ich ihm definitiv ausrichten. Da wird er sich freuen. Oh, mit sogar einem legendären Tier kann das vielleicht möglich sein. Ich würde es feiern. Nee, nicht einmal. Schade. Ach, Spuren eines Kampfes. Oi. Oi. Gutes für Oi. Oder das Verzeichnis. Das ist nie gut. Ein Banditenüberfall. Ich brauche das Verzeichnis. Seinen Besitz haben sie in ihr Lager gebracht. Wenn ich jetzt mal ehrlich gedacht gehabt, so. Also doch! Ja, doch. Sehr gut. Oh! Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Aber ehrlich gesagt, das ist ein legendäres Tier, habe ich mir jetzt irgendwie erwartet. Na, da bin ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen enttäuscht. Na, schade.
Schade, schade, schade. Also der was hätte aufpassen müssen, der tut mir irgendwie leid. Ist der einzige da. Der was der hier reißt. Ja genau. Du und meine Eingeweide, Alter. Du greifst einmal gar nichts, aber du bist schon längst wieder hier, Alter. Das ist ein Witz. Immer diese Versprechen. Immer diese unnötigen Versprechen. Da reißt niemand mehr was zusammen, Alter. Das ist Witz. Woody, ich glaub, der war gefickt. Passt, auf geht's. Weiter geht's. Achso, ja, voll der Schatz. Naja, Schatz haben wir auch schon. Passt, ja, passt. Hätte ja auch sein können, dass vielleicht noch einer dabei ist. Na schau, da haben wir das Krokodil. Jetzt ist auch schon wieder zu spät. Was willst du schon wieder von mir? Alter, der führt jetzt nicht einmal mal irgendwo wieder hier reiten, super. Passt, einer weniger. Passt, wieder einer weniger. Und das kann wieder interessant werden. Der kann wieder interessant werden, Alter. Huch. Huch, 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 huch. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen, er ist gefährlich. Er ist ganz gefährlich. Ja, das Gute ist wenigstens, er lässt sich leicht ablenken. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Verdient. Verdient, der Wichser. Richtig verdient. Aber Alter, jetzt haben wir da schon langsam mal bei 51, ich will nicht wissen, Alter, wie mächtig die sind bei 55 oder sonst was, gell? Will gar nicht wissen, aber habt euch auch wieder meine Scherbe. Das ist wieder ganz, ganz wichtig. Habt euch die Scherbe. Das muss drin sein. Sonst ist alles scheißegal. Habt euch die Scherbe. Müde, langsam mal Zeit, dass wir da vielleicht irgendwas aufwerten können, oder? Wird eigentlich schon irgendwie nochmal Zeit, oder? Das wird schon langsam mal wieder erst dauern. Es dauert mir da zu lang. Was ist da los? Ja, ich würde mal sagen, irgendwann wird es zu tief, oder? Ich reite im Wasser weiter und weiter und weiter. Nichts wird tief. Super. Ah, sieht aus, als wäre schon ein Boot. Ich habe so das Gefühl, dass da schon wieder alle abgepurkst sind. Es ist ja gar keiner mehr an Bord, Alter. Alle hier, Alter. Bist deppert. So, schon wieder lauter Leichen. Na super. Töpfer waren. Sehr schön gearbeitet. Töpfer waren. Sehr schön gearbeitet. Ah, das ganze Essen wird verderben. Was macht hier die Scheißschlange? Und sogar noch zwei. Die hat mich nur zweimal angegriffen. Jetzt. Alter, ihr wollt mich doch einfach nur ficken. Lotus Schiff. Hier steht, es liegt südlich von Jebu. Die wollen mich einfach nur ficken. 100%, Alter. Dieses Scheißviech. Dieses Scheißviech, Alter. Na, noch einmal. Fick ihm, Alter, fick ihm. Aha, kann ich wieder nicht interagieren, weil du da bist. Am 50er, na, sehr schön. Wundert mich, normalerweise schleichst du gleich, sobald ich irgendwie stärker bin. Haben wir es dann oder was? Dankeschön. Darf ich jetzt fortsetzen? Danke. Töpfer waren. Sehr schön gehabt. Kennen wir eh schon. Plötzlich muss nächster scheiß Missgeburtenviech. Scheiß Missgeburtenviech. Alter! Alter! So unnötig, diese zwei scheiß Schlangen, Alter. Sie suchten Informationen, nicht Profit.
So unnötig, Alter. Teile zerbrochener Relikte. Wirklicher Witz. Sie haben die Seeleute gefoltert. Für Informationen. Eine Menge Blut. Jemand hat eine Leiche zum Rand des Decks gezerrt. Aber wo ist sie gelandet? Im Wasser? Vielleicht nur eine Ablenkung. Hier gab es ein... Sie haben die Seeleute gefoltert. Für Informationen. Ja, dann kann es halt nur unter Wasser sein. Oder der ein oder andere wartet schon mal. Das kann auch gut möglich sein. Da gibt es ja noch so einiges. Okay, dann halt nicht. Ich hab mich schon gefreut gehabt auf so eine Unterwasser-Session. Muss ich sagen. Hätte mir das sogar schon gefreut gehabt. Dass ich da so ein bisschen Detektivmodus auch unter Wasser machen kann. Schade. Aber hier ist definitiv auch noch eine Menge Blut. Jetzt töten sie schon unschuldige Händler. Ich bin nicht sicher, das ob Lotus unschuldig mal ist. Dankbar. Aber sie können tun, was sie. Dieser Taugenichts hat mein... Man hat ein Pferd gestohlen? Kam der Dieb vom Schiff? Ja, ein rothaariger Dämon. Er glitt aus dem Wasser wie ein Otter. Er stahl Ganymed und ritt davon zum Dorf der Schmuggler. Und deine Kleider? Man kann nicht einmal ein erfrischendes Bad nehmen, ohne von Dieben und Vagabunden belästigt zu werden. Was soll ich denn jetzt bitte tun? Ah, bitte Sobek um neue Kleider. Wow, das wird ihm definitiv so einiges bringen. Jetzt töten sie schon Unschuldige. Alter. Aber der steht nur da mit der Unterwäsche. Tagt mal. Er steht einfach nur da mit der Unterwäsche. Geil. Warte, wir gehen besser noch ein bisschen näher hin. Das wird wieder nix. Mit Senna, das sieht ja wieder ein Chester. Ein bisschen ein Schatz. Ja, sehr gut. Ja, das Problem ist halt einfach, dass das halt in der Story verknüpft ist. Mit dem Schatz und alles drum und dran. Dementsprechend kann ich halt nichts dafür tun. Muss ich halt mitnehmen. Ja, oh, wieder kein Splitter. Schmutz, Digi. Man sieht schon wieder eher da. Okay, 300 Meter gehe jetzt fix nicht. Kann nur scheißen gehen bei mir, oder? 300 Meter gehe jetzt fix nicht. So, Hund. Ja, schon wieder mal. Natürlich. Wie viele andere rothaarige Diebe soll es schon geben? Dieb? Ich bin kein Dieb, Bayek. Und die Auktion deines Onkels? Das Pferd des Fischers? Na, wenn du es so sagst. Ich weiß, dass du auf dem Schiff warst. Wem gehört es? Der Ärger folgt mir auf Schritt und Tritt. Bin ich verantwortlich für die Grabschänder? Kann ich etwas dafür, dass eine Familie war und der andere meinen Lohn zahlt? Das Schiff, Sutek. Ah, ja. Also das... war ein Abenteuer. Oder das wär's, wenn wir jetzt Erm spielen würden. Digi, das wär's jetzt. Oder einfach nur für eine kurze Szene, wir spielen einfach Erm. Die Mannschaft gerät in Panik, aber ich lieb so kühl wie eine Brise in der Oase. Ah ja. Sie riefen, dass Merti herauskommen soll, aber sie war gar nicht an Bord. Warte. Die Händlerin? Sie durchsuchten das Schiff und töteten jeden, der ihnen in die Quere kam. Bis sie den Kapitän fanden. Sie zerrten ihn heraus. Er fluchte und schimpfte. Sie töteten seine Männer vor seinen Augen, bis er ihnen sagte, wo sie ist. Ich bin der einzige Überlebende. Unter mir Krokodile, über mir Soldaten. Mir gelang eine epische Flucht. Indem du eine Leiche ins Wasser warfst, um die Tiere abzulenken. Also man muss schon sagen, Depot ist er definitiv nicht. Da wir nun wissen, was für ein Held du bist, wo ist Merti? Sicher in der Villa westlich von Jebu, das Haus des Blauen Lotus. Bei dem schönen Wasserfall. Ich könnte mitkommen. Na, fix nicht. Na, danke. Ich finde sie.
Und du hältst dich aus Ärger raus. Glaubst du wirklich, der haltet sich von Ärger raus? Natürlich, Digi. Natürlich. Fix. Ja, klar, den werden wir fix wieder treffen. Oder den traue ich keinen Zentimeter, Alter. Der kommt fix nochmal. Nein. Der kommt fix nochmal so. Na, fix. Das kann man sogar noch gut vorstellen, der wird noch bis zum Ende wird der noch wichtig werden. So sehe ich das. Der wird noch bis zum Schluss wird der noch wichtig werden. Der ist nicht ohne Grund so ein bisschen im Fokus. Sag ich da. Der ist nicht ohne Grund im Fokus. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen davon, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, gefällt mir. Das gefällt mir. Ah, das ist schon ein guter Weg. Da kann ich schon mal so drum herum fahren. Ja, genau, passt. Sehr gut. Da tut sie was. Ja, lustig, kommen wir dann schon langsam? Nein, so am Rande. Sagen wir mal. Noch nicht in dem anderen Gebiet. Noch nicht in der anderen Region. Merti hat Besuch. Oh, schön hier. Sehr, sehr schön. Hey, was? Hey? Sie sind immer so alles so freundlich, das ist ja Wahnsinn. Würde man sagen, da ist mal definitiv an der Meier gegangen. Ja, zeig aber schon den Schatzel hier, so. Ja, meine Tabe, wenn ich schon da bin. Da ist der Schatz. Really? Noch nicht. Hätten wir das erwartet, dass es gleich da ist. Hey, was? Hi. Schau nicht so rum in der Vase, jeder, dass ich da bin. Depperter. Ist ja Wahnsinn mit ihm. Er schreit da rum. Passt. Schnucki, ich komm da auch gleich runter. Der macht einen kleinen Meter oder Piste. Nicht schlecht. Sieht das da kein? Ja, wurscht. Wir kommen sowieso wieder. Jetzt bin ich gespannt. Nein! Du! Verdanke ich dir die Soldaten an meiner Tür? Du hast mich in Theben angelogen. Sei nicht naiv. Mehr konnte ich dir nicht sagen. Hätte ich die anderen verraten, wäre ich jetzt tot. Das Relikt! Du kanntest seine Macht! Nein. Nicht bis du zu mir kamst mit blutigen Klingen und einer unbeglichenen Schuld. Sie ist noch unbeglichen. Dein Aton. Wir haben danach gesucht, ihn aber nie gefunden. Ein vergoldeter Mythos der Ordnung, Wahrheit, Gerechtigkeit an die Wände des Grabs eines Ketzers geschmiert. Nach allem, was passiert ist, stellte ich die Suche ein. Was ist passiert? Gemetzel. Eine arme Seele, die unsere Schändungen verhindern wollte. Ich wusste nicht wer, wollte es nicht wissen. Aber ich profitierte und deswegen wiegt mein Herz schwer. Erleichtere es. Als du nach Theben kamst, begann ich wieder zu suchen und wusste, jemand hatte es gefunden. Weißt du denn, wer das Relikt hat? Das blieb mir leider verwehrt. Aber es gehört nicht den Menschen. Es hat die Macht der Götter. Nicht mehr lange und jemand findet heraus, wie er diese Macht einsetzen kann. Dann möge Amun uns beistehen. Hierher führte mich die Spur. Ich habe es von einem Antiquar bei den Gräbern der Noblen. Das Relikt wurde in einem Maat-Ritual benutzt, das lange Zeit vergessen war. Nimm es. Ich werde dieses verfluchte Land verlassen. Oh shit. Der Herzen kommt mich holen. Hey, das ist wenigstens ein neuer. Na, schau dir das an. Welches Level? Ungefähr? 55. Sehr gut. Gab's hier los, den Affoto so steh, den armen Bre? Na, fix nicht.
Fix nicht, oder? Fix nicht. Achso, hätte ich ihn. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht mehr machen, oder? Ja, ich muss ihn eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr machen, aber das können wir auch nicht so stehen lassen. Jo, Alter. Na, es geht nicht. Jetzt ist es eh. Ah, shit. Jetzt aus. Ah, nicht schlecht. Ah ja, voll, tot bestätigen. Hab ich schon wieder fast vergessen. Und was kriegt man denn Schönes? Ja, da kommt schon was zusammen. Oh, ich hab mir gedacht gehabt, ich kann mir wenigstens noch ein Danke abholen oder irgendwas. Schade. Schade, ich hab mir auch wirklich gedacht gehabt, ich kann mir doch nicht irgendwie so ein Danke abholen. Okay. Das hätte ich mich schon gefreut. So ein kleines Danke wäre schon. Wäre schon ein Hit. Ey, schon wieder, aber dafür ist es wenigstens auf dem Weg. Ja, wenn ich dort ankomme, ohne zu krepieren. Ja, dann werden wir schon drüber reden können. Ich will jetzt nur nicht unbedingt die Pferde nehmen. Weil weiß nicht, wie der Weg vor uns ist. Ja, das ist ja das. Da, wenn wir dort und da unten sind, dann geht's eh wieder. Aber da bin ich eh schon wieder fast bei ihm. Da ist schon wieder fast das Pferd nicht mehr rufen. Aber ja, die 150 Meter. Da können wir schon das Pferd rufen. Safe. Da ist es schön in Ordnung. Aber was du da so mit. Also da fuhren. Mehr mit der Kutschen da. Da ist er sonst weg, der Haverer. Ja, passt, nehme ich mit. Dankeschön. Sind wir schon da. Wir sind ja schon wieder verängstigende Gesichter. Schon wieder. Jetzt dreht er aber durch, oder mit 53. Bist du deppert, Alter? Ich hab mir Schaden, Alter. Ich weiß nicht. Wort. Oh, das war jetzt, denke ich, für einen anderen gedacht. Das wird definitiv für mich anderen. Oh, netter Versuch. Sehr, sehr netter Versuch, den Helden hier zu spielen. Ah, das war knapp. Bist du deppert, war das knapp. Scheiße. Das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Bam, bam. Ja, es waren ein paar viele. Es waren ein paar mehr. Hoppala. Es waren ein paar zu viele. Vielleicht können wir das... Mission gleich mit dem Fragezeichen kombinieren, das wäre sehr, sehr sexy. So, wie viel brauchen wir? Wahrscheinlich haben wir erst gerade 20er, gell? Ja, da warte ich dann lieber mal, ja. Da warte ich mal lieber. Bis wir da die 30 zusammenkriegen. Ein Scherzer! Ja, dann gibt's eh noch den anderen. Und laut einer 50er. Super! Dann hupfen wir mal da über die Häuser und schauen wir mal rein, da hätte ich gesagt gehabt. Auf da. Ne, ich bin gespannt. Es kann wieder was werden. Es ist ein bisschen mehr als wie nur der eine da. Haverer. Ja, 1, 2 und 3. Schon noch ganz kurz. Vielleicht muss ich das sowieso durch die Mission ein. Das kann auch möglich sein. Mal schauen. Wer weiß. Bedeuten dir unsere Vorfahren gar nichts? Du schändest unsere Gräber, unsere Geschichte. Atamis würde sie auch ohne mich plündern. So kann ich immerhin ein paar Dinge beschützen. Beschützen? Du siehst doch nur das Geld darin.
Mehr Drachmen, die du beim Würfeln verspielen kannst. Priesterin, bitte mäßigt euch. Vertraut mir. Das Gesetz wird beachtet. Das sind keine Pharaonen. Das sind unsere Brüder. Väter. Mütter. Und vertrau mir. Unsere Mütter werden dich strafen. Du hast ein großes Talent, Bayek. Du kommst immer zur rechten Zeit. Stimmt. Seit wann arbeitest du schon für die Grabräuber, Tahmet? Der kleine Zwischenfall in dem Spielerzelt blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte die Wahl, Kerker oder den Soldaten bei der Erforschung der Tempel zu helfen. Ah, du bist also die Antiquarin, die Merti erwähnte. Du hast das Ma'at-Ritual untersucht, was? Reis Atem, bitte schweig still. Hä? Wenn Atames Männer erfahren, dass ich ihnen etwas verheimlicht habe, begleite mich. Und bitte, errege nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass sowieso jeder so ein falsches Spiel spielt mit uns. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie alle anzusehen. Aber hier sind rothaarige Gläubige. Ja, im Endeffekt hat wirklich jeder mit uns nur falsches Spiel gespielt. Könnten das Ramses Nachfahren sein? Ah, da wir vom großen Pharao sprechen. Ich habe einen faszinierenden Papyrus, der... Na, vielleicht sollte ich mir das Ritual selbst ansehen. Sei vorsichtig. In den Gräbern wimmelt es von Atames Männern. Wenn du die Sphäre findest, würde ich sie gerne sehen. Ein Relikt aus den Händen der Götter. Sowas findet man nur einmal im Leben. Einmal? Ah, ich wünschte, es wäre so. Möge deine Klinge hart zu deinen Feinden sein, Bayek. Na gut, dass sie erst jetzt reingehen bleiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön, dass ihr es jetzt einige. Ja, dann sollen sie wenigstens daherkommen. Und nicht, dass alle auf so einen Haufen da. Sehr witz. Passt. Hey. Danke. Nein, bin ich diesmal nicht schuld. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ich mal nicht schuld bin, oder? Komm her, mein Großer. Komm her da. Oh, daneben, Digi. Was ist da los? Scheiß, bist du schon an, oder was? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, einmal von, ich glaube von 100 Gegnern, dass ich es geschafft habe, mal einmal auszuweichen. Bombe, Digi, Bombe. Gratulation. Ey. Gratulation, Digi. Bin richtig stolz auf dich. Hey, was? Hey. Wie gesagt, freundlich sind sie alle. Ein Pharao? Pass auf, hier stimmt was nicht. Das muss man lassen, das muss man definitiv lassen. Freundlich sind sie alle. Oh, gut, gut drauf, bist deppert. Ist der jetzt schon wieder so ausgegangen, oder wie? Ja, bisschen murmelt, ein bisschen Licht, aber... Siehst du einen Schästrick? Ist der jetzt schon wieder? So. Nächster Ausgang, Bruder. Alles klar. Ja, warte, die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Bisher haben wir noch jeden erwischt. Ja, genau. Genau, viel Spaß. Viel Spaß beim Erwischen. Das gehört einmal hier. Aber hier war es doch. Menschen, die ein Relikt anbeten. Priester des Echnaton. Aber die Strahlen fehlen. Ich wollte gerade sagen, so ist es noch in dem Raum. Ich glaube nicht. Hey! Fackeln machen wir mal jetzt lieber aus, jo. Ja, kommst wenigstens mal her. Ja, jetzt schon so deppert schaust. Alter, schau deppert und tut nix. Ah, genau, und weg ist er.
Ich hab gesagt, und weg ist er. Ich hab gesagt, und weg ist er. Passt, ja gut. Ich hab gesagt, und weg ist er. So ein Hund. So ein Hund. Na, ja, da kommt schon wieder was zusammen. Digi. Amun. Gibt es eine Verbindung zum Ritual? Eine Frau hält das Relikt hoch. Die Gemahlin Atons? Nofretete? Ob es damals echte Macht hatte? Oder war es nur ein Symbol? Sie führten die Nachfahren von Ramses vor. Aber das Ritual, es ist nicht der Göttin der Wahrheit, sondern einem anderen Gott gewidmet. Die doppelte Federkrone des Amun. Das Ritual stellt die Maat für alles unter dem Himmel wieder her. Wenn's juckt. Des Herrn von Theben. Wahnsinn, da stehen, ich muss mitkotzen. An seiner Seite. Die Priester haben das Relikt. Sie hat mich von Anfang an belogen. Hab's ja gewusst, dass wir ständig nur verarscht werden. Sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt und wollte es vor mir rechtfertigen.